Hallo Freunde und herzlich. Nummer. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, es schaut so aus, als wir gerade wieder eine kleine Grippe hätten. Wir bräuchten wieder ein bisschen Medicinos. Die bin ich aber aktuell leider nur im Kaufen noch. Da müssen wir uns auch mal jetzt dann drum kümmern, dass ich die nicht nur noch kaufe, sondern auch wirklich besitze. Kann jemand jetzt bitte die Medizin holen? Da holt jemand die erste Medizin. War schon alles? Nee. Ist er voll? Nö. Warum fahren denn die halb leer teilweise? Er fährt einfach halb leer. So, wir sollten die Grippeschwerte unter Kontrolle haben. Ich bin gerade so ein bisschen baff. Oh, wir haben... Wir haben hier keine Exportroute zugewiesen, deswegen wird er auch... Ich könnte hier den Kompost auch verfahren, oder? Jetzt müssten dann Leute den Kompost auch abholen. Jawohl. Dann kann ich die Produktion auch weitergehen. Ja, wir produzieren ja mittlerweile gar nicht schlecht Treibstoff über den Weg. Oh, und es ist alles langsam hier auch voll. Es ist Wahnsinn, wie viel wir haben. Gemüse müsste rein theoretisch auch über euch gehen, ne? Oder rein theoretisch könnte ich Gemüse auch hier reinfahren. Schau, wir bauen jetzt ihm hier noch vorne, weil wir es gerade können. Noch ein kleines Stück Lager an. Und bauen die zwei auf Schnellbasis, so. Dann haben wir noch ein bisschen Lagerkapazität dazu gewonnen für Gemüse. Tut dem Ganzen jetzt auch nicht weh. Medizin haben wir. Gesamter Siedlungsbedarf ist 11. Jetzt schaut unser Dorf schon wieder besser aus. Aber als nächstes müssen wir jetzt... Achso, ja, euch haben wir abgeschaltet gehabt. Zwischenlage ist vollbereitet, wir müssen euch auch mal wieder aktivieren. Einfach damit die Produktion sonst auch wieder ein bisschen fahren kann. Wir werden es aber zwischendurch wieder stoppen. Ich weiß gar nicht, warum wir eigentlich hier eine Erhöhung gebaut haben. Ist da mal was unten drunter durchgelaufen? Ah ne, ich habe das später angehängt, kann das sein? Das könnte es sein. Gut, denn wir werden jetzt offiziell Goldi V1 versuchen anzustecken. Das ist Goldi. Ich muss jetzt nur herausfinden, wo nochmal Kohle drüber lief, damit ich nicht die falsche Bahn erwische. Richtig, richtig. Die unterste Bahn hier. Perfekt. Ich glaube, hier ist hier noch Wasser drauf.
Richtig, ja, da ist noch Wasser. Und dadurch, dass wir bis jetzt noch keine Wasserleitung haben. Das wäre gar nicht schlecht hier. Warte mal, du brauchst. Habe ich nicht irgendwas übersehen? Ich bin mir sicher, ich habe was übersehen. Ich habe die Säure übersehen, Gott damit. Und dann eine Röhre. Ich brauche diese Röhre, Gott. Dann einfach schnell eine Dreiviertelstrecke hier hin. Säure vollpumpen. Und da kommt dann am Ende das Gold raus. Was ich aber noch machen möchte. Und das ist es relativ simpel, ist hier so ein kleines Stockmarket jetzt einbauen. Das würde ich ja auch immer je nach System wahrscheinlich eher machen, planen. In dem Fall. Um, wenn was ist, kann ich aus dem Ding direkt das rausziehen. Und muss nicht erst nachproduzieren oder sowas. Gut. Jetzt kommt der große Spaß. Was ist jetzt passiert? Oh, wir sind überfüllt jetzt. Jetzt sind wir überfüllt. Goddammit. Wachstum wieder ausschalten. Jetzt pausieren wir die ganze Bauproduktion mal hier. Und dann lassen wir das mal in Ruhe aufbauen. Das ist jetzt offiziell das größte Projekt, was wir haben. Gleichzeitig bräuchte ich bitte 2 Kippmulder und 2 Riesenbagger. Die dann für die erste Goldmine bei uns verantwortlich sind. Die praktischerweise sich quasi um die Ecke befindet. Wo haben wir. Oh fuck, wir haben hier alles. So, der Bereich anpassen. Ich krieg jetzt den Gesamtbereich hier. Erstmal würde ich gerne, dass wir einfach schauen, dass wir das. Zubauen. Deswegen fahren wir jetzt 3 breit durch. Gott, nein. So. Tonnen an Lieferung. Jetzt sollte sich dann hoffentlich das Lager wieder so lernen, dass wir fahren können, weil es aktuell ist das Problem. Dass ich das übersehen hatte. Oh Gott, dammit. Wie viel hatte ich denn davon denn jetzt freigegeben? Wenn wir das nicht verkippt haben, können wir rein theoretisch von beiden Seiten sogar durch die Kupfermine hier durcharbeiten anfangen. Die Convenience-Sachen kommen dann in den Einsatz. Schon. Dass alles angeliefert wird. Ein bisschen Platz haben sollten wir noch haben. 10 Stück. Ist gar nicht schlecht. Stück für Stück steht auch die erste Produktion. Salz wurde schon geliefert. Wie kann denn schon die erste Schlacke produzieren? Wie ist da schon Schlacke reingekommen? Oh, warte mal. Warum werden die ganzen aufgefüllt?
Irgendwo ist ein Engpass, kann es sein? Na, aber scheint ja gut zu funktionieren grundsätzlich. Daher will ich gar nicht so meckern grundsätzlich. Da das ja alles so gut ausschaut. Wie gesagt, bis die gebaut ist, dauert es eh seine Zeit. Ich pausieren wir währenddessen. Gut. Hier wird alles verfahren, das schaut auch gut aus. Die Lager hier vorne leeren sich wieder. Gut. Ich glaube, euch können wir bald die neuen Aufgaben hinzufügen schon, ne? Mehr Fläche zum Verkippen. Ich mache jetzt so dünne drei Streifen. Schauen wir mal, ob das was bewirkt. Das würde mich jetzt interessieren. Immer wieder in einfach Abständen. Wenn am Ende tun wir es wieder zumachen, oder danach verkippen wir die Mittelpunkte da drin. Vorteil ist natürlich, die können jetzt alle hier oben drüber fahren. Und haben mit so einer Abkürzung, wenn sie nur an bestimmte Stellen müssen. Wie eine Ameisenkolonie, ich sag's euch, wie eine Ameisenkolonie. Aber eine gut geschmierte Ameisenkolonie, das muss man schon dazu sagen. Vorteil ist natürlich, dass die Dinger keine Collision haben, ansonsten müsste man hier breit bauen. Wir führen aber sozusagen eins meiner Projekte durch, bloß halt einen kleinen. Ich habe ja gleich in den ersten paar Folgen gesagt, ich fände es cool, von hier bis hier zuzumachen und dann sozusagen das Stück für Stück auszufüllen und wieder zu vertiefern für eine Stadt. Wir machen ja quasi gerade das. So. Das ganze Gelände wird jetzt halt brauchen. Wir brauchen viel von der roten Masse. Lassen wir die ein bisschen flotter produzieren. Rein theoretisch könnte ich sie auf robotisch upgraden, aber dafür fehlt mir noch das Rechenzentrum. Und ich glaube, das war auch eines der Gründe, warum wir Gold gemacht haben, weil das Rechenzentrum von uns Gold verlangt hat, ne? Genau, Gold brauchen wir dafür. Das ist die Mikrochip-Produktion. Ah, die macht mir jetzt schon Sorgen. Wir sind aber mit den ganzen Ressourcen ganz gut dabei. Das macht mich froh. Ja, stehen schon zwei von fünf stehen schon mal. Nice. Oh Gott. Ja, die zwei Bagger werden jetzt gebaut. Perfekt. Weil die Kollegen kriegen dann hier direkt Access auch wieder. Zu der Mine hier. Dafür brauche ich bitte jetzt aber nur mal schnell einen Kontrollturm. Der kommt hier an die Kante einfach ran. Ja, das kann ich nicht zumachen. Machen ihn hier so an der Einfahrt hin. Und der kriegt jetzt fürs Erste das Gebiet. Hinter sich natürlich dann wieder kleine Schüttlager. Die machen wir jetzt auch gleich. Wir machen jetzt halt nur die kleinen Varianten. Die großen sollen müssen dann kommen, wenn es wirklich nicht mehr ausreicht. Erde. Gestein und in dem Fall Goldschutt. Golderz.
Golderz abliefern. Gestein. Gestein abliefern. Warum mache ich das komplett separat? Weil ich möchte, dass sozusagen, selbst wenn ich jetzt sage, das ist weg, habe ich schon ein entkoppeltes System. Ich kann natürlich einen Anschluss machen und alles drum und dran. Absolut kein Problem. Aber ich möchte nicht unbedingt das dann alles fix verbinden. Ich kann natürlich jetzt hier hingehen, einfach eine Brücke hier hin machen. Das wird gleich keinen wehtun und dann kann ich hier einen Stecker dran machen. Über den ich dann meinen Rest ausliefern. Und das hat sich erledigt. Erste Aufgabe ist es, den Weg hier zu verbreitern. Wir müssen schauen, dass der Weg hier breit und ordentlich ist. Schaut mit dem zweiten Bagger aus. Der zweite Bagger müsste auch schon unterwegs sein, da kommt er schon perfekt. Stück für Stück entsteht jetzt hier das Projekt. Da ist schon viel von der Verkabelung entstanden, das finde ich natürlich cool. Es wird jetzt einfach ein bisschen dauern, bis das Ganze hier muss ich euch jetzt auch eine Exportroute. Ah ne, hier wird gar nicht auf Export gesetzt. Das ist natürlich schlecht. Also ich und Kalkstein sind aktuell gerade noch keine guten Freunde. Was ist hier? Ja, aus, aus. So, hier kann er hinkommen. Ist ja ein Zwischenlager. Wie es aber auch ausschaut, sind wir quasi durch. Wir haben fast die ganze Säure verarbeitet. Natürlich, unser Dünger ist auch pumpvoll. Aber wir Pflanzen können natürlich auch keine wirkliche Pflanzung vornehmen. Unsere Säureproduktion ist dafür aber auch sehr, sehr gering. Was brauche ich alles für die Produktion? Schwefel und Wasser. Und raus kommt Säure. Habe ich hier nicht rein theoretisch... Ich hätte gern trotzdem hier ein großes Lager stehen. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen übertrieben, aber ich mache Bock drauf. Ich hätte genauso gerne hier einen Anschluss nach hier drüben. Ah, kann ich gerade alles nicht bauen. Im Sinne von, dass selbst wenn der Dünger mal übergeht, wir können den Schwefel verbrauchen.
Was ist mit dem sauren Wasser von hier drüben? Passiert hier auch nichts mehr. Wenig. Weil wir so viel Treibstoff, glaube ich, haben, oder? Ja, es ist Wahnsinn. Grippe moderat. Haben wir nicht noch Krankenstoffe? Ich kann jetzt ja auch gerade keine leisten. Medizinische Produkte muss ich dann halt echt mal herstellen. Medizinische Produkte braucht medizinische Ausrüstung und Desinfektionsmittel. Okay. Desinfektionsmittel baue ich aus Kunststoff. Ah, wie freue ich mich über Kunststoff. Beides braucht Kunststoff. Das eine braucht Stahl, das andere braucht dann halt einen anderen Stoff. Aber am Ende ist es dasselbe. Ethanol, das ist... Ich tue jetzt hier den zweiten Bagger zuweisen direkt mal. Doch die Kante hier sollte man wenigstens flott durchkommen. Verfährt er es selbstständig oder kippt das hier rein? Verkippt es hier rein, okay. Aber das muss man ihm auch nicht übel nehmen. Das funktioniert genau gleich. Die Kollegen verkippen hier eh super, also das ist purer Wahnsinn. Ich schaue jetzt hier vorne, ich muss die Mine down kontrollieren, weil natürlich da viel passiert. Aber schaut so eigentlich sehr, sehr gut aus, wir verkippen sogar relativ die Masse schnell. Unser Erdelager wird auch immer größer. Wahnsinn. Es passiert schon viel. Produziert er gerade? Scheint sogar ein bisschen zu produzieren. Ich bin erstaunt. Es läuft ein bisschen, aber. Ist er jetzt gerade gefahren? Ja, okay, aber was verbrauche ich wirklich? Das ist halt immer die andere Frage. Was verbrauche ich? Ich hätte gern dich auf Prio 1. Hey, schon 3 von 5. Und der erste Absetzer, das erste Absetzbecken wird gerade fertig gemacht. Ich glaube, ich spinne. Zerkleinerte so. Och, ich brauche denselben Scheiß für Uranerz. Das ist ja jetzt schon nervig. Gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war es auch für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.